Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also ich habe mir das jetzt noch anders überlegt. Ich werde jede Woche 5 Videos jeden Tag hochladen. Jeden Tag 5 bis 4 Videos. Und ja, also heute gibt es mal wieder was mit Chico, weil ich habe mir einen Muskel gedehnt, deswegen darf ich nicht so rumhampeln und so. Und ja, falls das Video ausgeht, Entschuldigung, mein WLAN. Und jetzt werde ich noch unsere Hundis füttern. Und dann werde ich noch Lamiro füttern. Und danach wird nach dem Training wird Chico auch nochmal gefüttert. Und ja. Das machen wir so. Heute ist die Mittagsroutine von den beiden. Mehr oder weniger Mittag. Also Vormittag, Mittag halt. Ja, viel Spaß beim Video. Jo, ich gehe jetzt halt hier rein. Mir ist gerade noch was runtergefallen. Gleich kommt mein kleiner Bruder auch noch raus. Ich werde jetzt noch füttern, die Hundis. Gut, Hund, bleib dran. Nee, warte mal. Gut, Hund, komm. Gut, Hund kommt jetzt hier rein. Ja, unser größter Hund. Großer Hund. Großer Hündchen. Guck dich nicht, da hinten ist unsere Abstellkammer. Unser Futter ist hier in der. Ja. Leute, ich muss kurz noch andere Hunde rausholen. Leute, die Chica ist noch ich muss noch kurz einen Hund reinbringen und noch einen anderen Hund rauslassen. Also ja. Ich bringe jetzt noch unserem kleinsten Hund noch was rein. Ja, und dann sind wir uns gleich wieder bei Chico. So, jetzt füttern wir noch Chico mit dem Ding hier. Ich werde jetzt seine Futter. Also jetzt machen wir schon mal das Futter für Chico bereit. Den Miro habe ich gerade schon gegeben. Ja, ich hole mal kurz seine Schüssel. Also wie man sehen kann, hat er schon draus gefuttert, dass das Karotte noch ein bisschen. Hat er da drin gelassen und jetzt würde ich sagen, jetzt krieg ich das Türchen nicht auf. Ich krieg das Türchen gerade nicht auf. So, jetzt geschafft. Jetzt nehmen wir uns das Ding. Ja, gut rum, bitte. Aua, jetzt häng ich fest. Ich werde jetzt noch ein bisschen Gras pflücken. Auch das kommt auch noch rein, ein bisschen Gras. Ja. Wurzeln waren dran, aber egal. Was ist das für eine Wurzel? Die Wurzel noch abschütteln. Besten. Ja, ich weiß, es ist kein echtes Pferd, es ist nur ein Holzpferd, aber trotzdem. Ja. Ich find's halt cool. Aber ja. Macht nicht jeder. Nicht jeder mag Pferde, aber ich mag Pferde halt. Jetzt nehme ich das Ding noch mit hier. Hier stelle ich mal hin, die Schale. Aua. Ja. Oh, Entschuldigung, Leute. Ich muss mich mal kurz so halten. Das kann ein bisschen anstrengend ist. Hier ist noch das Pferdefutter. Ich fütter ihm halt Pellets oder sowas. Auch noch ein bisschen Leckstein da rein. So. Rein. Macht. Ja, ich hab das jetzt. Das Futter von ihm. Wie sieht das aus? Ich weiß, aber egal. Du sollst das ja Futter. Da rein. Sein Futter ist jetzt fertig. Das ist so eine große Schüssel, wird er gefuttert, weil er ist auch ein großes Pferd. Dann mache ich ihn kurz fertig. Er sitzt langsam auf, tue ihm sein Fett drauf, mit dem wir auch schon mal das letzte Mal geritten sind.
Das mache ich jetzt alles. Bandagieren auch schon mit seinen weißen Bandagen. Ich weiß, da ist grün drunter, aber ich beachte ihn bitte. Unterlage. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Chico habe ich jetzt schon fertig gemacht. Er hat da noch so ein Ding liegen. Noch einen alten Gurt. Den ich gerade ausprobiert habe, ob der geht vielleicht. Ohne Geschirr. Ja. Würde ich sagen, steigen wir schon mal auf mein Bett. Oder ich glaube, ich reite heute doch ohne alles. Also es halt nur mit Trense. Und ja. Jetzt tue ich das Pad kurz abmachen. So. Upsi. Jetzt steige ich mal auf. Oh Gott. Nups. Da haben wir noch eine riesenlange Hundefutter bekommen. Snoopy! Leute, jetzt reiten wir mal los, gell? Entschuldigung, Leute, ich muss kurz den Hund ruhig stellen. So. Der Hund ist jetzt ruhig. Ja, dann reiten wir schon los, gell? Also, ich bin vorhin schon geritten, ein bisschen mit Pet. Aber dann dachte ich... Haben wir mal, wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, wir galoppieren nochmal. Warte, kleiner Hopp. Hopp! Fein gemacht. Oh, das hat gerade voll weh. Ja, rot. Ich würde sagen, dann... reite ich noch ein bisschen. Gehe ich ja nochmal auf den Platz. Da reite ich ihn dann schon allein ab, weil wird ein bisschen dauern. Und ja, dann sehen wir uns nach dem Abreiten wieder, wenn ich dann halt zu Hause bin und ihn schon abgeritten bin. Und ich ihm dann sein Futter gebe. Ich bin jetzt schon abgeritten. Er ist auch schon fix fertig. Ich muss kurz Trense abmachen. Ja, er hat gerade noch seine Ausreitzügel drauf, weil... Also die Weichen sind die für den Westernsattel und zum Ausreiten und die, also die bei der Trense dabei waren. Die normalen Zügel sind halt für Turniere und sowas. Ich reite auch ab und zu mal Turniere mit ihm. Mit Lamiro bin ich früher auch immer ganz viele Turniere geritten. Habe ich auch mal TikToks gemacht mit meinem alten Holzpferd. Ja. Muss man euch mal kurz... Ich muss den Sperrring mal kurz aufmachen, weil der geht so schwer ab. Der Sperrring ist jetzt auch offen. So, na Chico, er ist da ein bisschen dreckig. Ja, ich habe ihn vorhin auch geputzt. Mit den beiden der Koppelhälfte auf. Das ist schwarz, weil... Ne, Blaushälfte auf einer Weide mit ganz viel Matsch. Ist ein bisschen blöd. Entschuldigung, dass ihr das so sieht. Seht. Hab da jetzt fast. Trina! Sorry, Leute, mein Hund. Danke, das war dahingestellt gerade. Ja. Jetzt bringen wir noch schon mal die Weide. Auf die Weide. So, mach ich ihn dran. Und dann gehen wir auch schon mal los. So, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich ihn hier schon am Strick. Kann man doch sehen. Der läuft neben mir. Hey, hör auf. Meine Tür. Ja, und da sehen wir uns, wenn er mit, also, dann hole ich ihn gleich wieder von der Weide ab mit euch und dann bis gleich. Ich habe ihn gerade schon von der Weide geholt. Bin jetzt hier durch. Ja. Oh nein, Leute. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh. Leute, sorry. Fragt euch nicht, wie ich gerade die Kamera nehme. Dieser Hund regt mich auf. Chico. So.
Ja. Jetzt gibt's Futter für Chico. Guckt er sein Strick ab. Und er bekommt sein Boxenhefte auf, weil er im Moment nur mal kurz auf der Weide steht und ich ihn dann wiederhole. Ja, ich muss das jetzt wieder abmachen. Das ist gerade echt schwierig. Geht mit einer Hand. So. Den Strick, der kommt auch wieder hier drauf. Ein Sattelbock. Und dann haftern wir ihn mit dem Hafter. Haftern wir ihn auf. Könnt ihr zwar jetzt nur meine Beine sehen, aber das ist nicht schlimm. Und nicht ihn. Mach mal seine Beine. Ich weiß, ich habe eine Reithose an. Das ist, weil ich keine andere Hose gefunden habe in meinem Schrank, die ein bisschen gemütlicher ist. Weil ich sonst eigentlich nur Jeans habe. Und deswegen habe ich einfach den Reithose angezogen. Weil ich schön gemütlich ist. Weil ich ein Video drehen wollte unbedingt. Ja. So, hier ist jetzt ein Weidenhalfter, sein Koppelhalfter. Hat er gesagt, er hört auch auf mich, er hört auch auf Kommando. Wenn er fressen soll, darf er fressen. Komm. Ja, ich muss das manchmal hochhalten, weil er ein bisschen faul ist. Ja. Ja. Dann frisst er jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Und ja. Er hat jetzt schon ganz schön fleißig gefuttert. Ja, also hier ist eigentlich fast nur noch das Gras drin. Ja. Leute, sorry. Der liegt gerade in seiner Futterschale. Und er ist immer noch am Fressen. Er ist immer noch am Essen. Wie kann man denn nur so viel Hunger haben? Er hatte heute Morgen schon Frühstück. Heute ganz, ganz früh war ich schon bei ihm. Okay. Ja, Leute. Und das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.